Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich eine Mai-Juni-Favorit für euch. Ich habe keine Mai-Favoriten gedreht, ich habe es auch schlichtweg vergessen. Und ich dachte, ich fasse es jetzt einfach so zusammen für Mai und Juni. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe Kosmetikprodukte, Pflegeprodukte und zwei Bücher für euch. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und zwar die erste Sache sind diese zwei Produkte. Und zwar einmal von Lavera das exotische Duschgel mit Bio-Kokos und Bio-Vanille. Dazu die Bodylotion. Und Leute, es riecht so genial. Also ich mag ja nicht so Kokos. Ich muss echt sagen, ich mag das nicht wirklich. Aber als ich da dran gerochen habe, ey, das ist nicht mehr normal. Irgendwie ist es jetzt ein bisschen nass von der Dusche. Es riecht so gut. Es riecht einfach mega gut. Und ich habe mir die hier zuerst gekauft. Und die hat mir dann meine Mom noch gekauft. Und ich finde die auch echt super. Probiert es einfach mal aus. Gerade für den Sommer ist das echt mega gut. Hier steht auch nichts von der Limited Edition drauf. Also ich denke, das gibt es dann noch. Und ich liebe die zwei Produkte. Dann kommen wir zu einem Deo und zwar habe ich das beim Haul gemacht. Und zwar auch von Lavera das Sensitive 24 Stunden Deo Roll On mit Bio-Reismilch. Und ich muss sagen, das riecht einfach so genial. Das riecht sehr frisch, nicht so aufdringlich. Also ich finde es echt super. Und auch ohne Aluminiumsalze. Schaut es euch mal an. Ich finde es sehr gut. Kommen wir auch schon zur dekorative Kosmetik. Und zwar zu einem Produkt, das ich schon super lange habe. Aber jetzt erst so in den letzten zwei Monaten häufig benutzt habe. Und ich bin restlos begeistert von dem. Und zwar ist es der NYX Jumbo Eye Pencil in Milk. So. Wo ich den gekauft habe, wo ich den aufgetragen habe für Lidschattenbase und so, hat es für mich überhaupt nicht funktioniert. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den irgendwie mal wieder ausprobiert. Ich dachte, ich kann den jetzt nicht so stehen lassen. Hat auch 5 Euro oder 6 Euro gekostet. Und ich kann mir keine bessere Lidschattenbase vorstellen. Ich habe die jetzt auch heute drauf. Also man sieht es jetzt nicht, aber ich finde, die Farben kommen einfach super intensiv raus. Und sie halten auch wirklich super. Und davon braucht man auch nicht viel. Also ich muss sagen, ein super tolles Produkt. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann kommen wir zu einem Puder, das habe ich noch nicht so lange. Und zwar ist das das Benecos Natural Translucent Powder Mattifying. Ich habe zuvor kein transparentes Puder gehabt, immer nur farbiges Puder. Und das war jetzt mein erstes Translucent Powder und ich muss sagen, ich finde es super genial. Und es hält, was es verspricht, und zwar es mattiert. Leute, es mattiert. Und ich mache damit nicht mein ganzes Gesicht, sondern einfach nur die T-Zone hier an der Stirn, Nase, unter den Augen, sette damit meinen Concealer und ich muss sagen, es ist super, es mattiert. Es lässt die Stellen auch nicht trocken aussehen, wie es manche Puder schon mal gemacht haben. Quatsch, das ist ja gar nicht mein erstes Translucent Powder. Ich habe ja eins von Trended Up gehabt und das fand ich ja gar nicht gut. Fällt mir gerade ein. Aber das ist echt richtig cool und wie gesagt, es sieht auch nicht weiß aus, sondern es setzt sich nirgends ab. Also ich finde es super und ich finde auch die Verpackung ziemlich cool, weil es nicht so riesig ist und man braucht ja auch nicht so viel von, deswegen perfekt. Dann kommen wir auch zu einem Naturkosmetikprodukt und zwar von Santé der Lip Lacquer Color Gloss in der Farbe 04. Ich kann das erste Wort nicht aussprechen, ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch sehen kann. Ja, man kann es sehen. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Die Farbe ist so cool. Das ist einfach wie so ein... Ich swatch euch gerade mal. Das ist wie so ein Gloss, aber nicht zu glossig. Klebt nicht so. Also es ist nicht so bappig. Ich finde es super. Mag das sehr, sehr gerne auf den Lippen. Ist sehr intensiv, aber man kann es ein bisschen... Ja, mit den Fingern auftupfen, dann ist es nicht so ganz bäm. Dann kommen wir zu einem Nagellack. Und zwar ist es der Sally Hansen Complete Salon Manicure in der Farbe, Moment,
Back to Fuchsia 530. Und das ist so ein richtig cooles Pink. Der Clou an dem Ding ist, dass da noch so, ja, man kann es glaube ich ein bisschen sehen. Ja, jetzt sieht man es. So violett, changierend Schimmerpartikel drin sind. Und das ist richtig cool. Den benutze ich einfach super gerne für die Fußnägel im Sommer. Ist der wirklich perfekt. Und deswegen habe ich den auch echt super oft getragen. Dann kommen wir zu einem Blush, den ich wirklich super, super... Heute habe ich ihn auch drauf. Ja, heute habe ich ihn auch drauf. Und zwar der Defining Blush von Catrice in der Farbe Apropos Apricot. Genau, so sieht er aus. Ist einfach ein super schöner Korallton mit so goldenen Schimmerpartikel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich liebe den, seit ich ihn habe. Benutze ich ihn immer im Sommer. Ich finde ihn einfach super, gerade für solche bronzige Looks. Finde ich den wirklich super. Dann kommen wir zu einer Highlighter-Palette. Die habe ich euch schon öfters gezeigt, aber ich wollte sie euch einfach nochmal zeigen, weil ich die Highlighter einfach super finde. Ich sie wirklich fast jeden Tag oder dann nutze, wenn ich mich schminke. Und zwar von NYX die Strobe of Genius Illuminating Palette. Palette? So. Und es sind einfach super Farben. Die drei hier unten benutze ich am häufigsten, da mische ich einfach. Heute habe ich die zwei hier gemischt, da kommt auch eine super schöne Farbe raus. Manchmal mische ich einfach und sehe, ach, schöne Farbe, mische ich dann nächstes Mal nochmal. Und man kann natürlich auch einzeln verwenden, aber wie gesagt, ich mische die immer super gerne und die sind echt wunderschön. Ganz kurz zu dieser Palette. Dann eine Lidschattenpalette, die ich auch schon super lang habe. Ich meine, ich habe vielleicht zweimal, dreimal was mit der geschminkt und fand sie auch nicht wirklich gut. Bis ich dann einen Look gesehen habe, das war, wo war das? War das Hatice Schmidt? Ich weiß es nicht genau. Hat einen super schönen Look geschminkt mit so einem blauen Lidschatten. Und da in dieser Palette dieser blaue Lidschatten drin ist, habe ich die Palette wieder ausgekramt. Die öfters benutzt, heute auch hier mein Augen-Make-up damit geschminkt. Und es dreht sich um die Sleek-Palette und zwar in der Farbe Sunset Divine. Die sieht echt schon ein bisschen abgekrabbelt aus. Aber ich habe diese Palette einfach sowas von mega unterschätzt. Ich weiß nicht warum. So coole Farben. Also wirklich jetzt ohne Witz. Ich weiß nicht, warum ich die nicht benutzt habe. Und der Name Sunset, der sagt ja schon alles. Sommer pur, also die Palette... Sommerfarben, was will man mehr? Ich habe jetzt heute diese zwei Farben hier, die zwei Farben hier gemischt und das Blau und meinen Wimpernkranz gegeben. Auf den unteren Wimpernkranz. Und ja, also die Farben, ich finde die mega. Deswegen benutze ich die jetzt auch super oft und ich glaube, das wird meine absolute Lieblingspalette. Siehe da. So, das war's jetzt von den Kosmetikprodukten. Jetzt kommen wir zu zwei Büchern, die ich gelesen habe im letzten Monat und diesen Monat und auch gerade lese. Und zwar einmal muss man mögen. Und zwar sind es diese Alpenkrimis. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das dreht sich einfach, das spielt jetzt im Allgäu oder ja, Allgäu rum. Und da passiert halt ein Mord und was weiß ich. Auf jeden Fall liebe ich diese Bücher aus dieser Reihe und zwar von Jörg Maurer dieses Mal diesen Titel. Ich habe das Buch verschlungen. Mein Vater liest es jetzt auch und der ist jetzt auch fast am Ende. Und ja, ich liebe diese Bücher. Ich habe alle Bücher von Jörg Maurer von der Reihe gelesen und ich muss sagen, ich fand sie jedes Mal grandios geschrieben. Man muss ein bisschen ja, das mögen. Also so ein bisschen auch wirklich humorvoll, auch ein bisschen schwarzer Humor dabei, so ein bisschen trocken. Aber richtig genial. Ich liebe das. Ich finde es einfach genial. Hab schon alle gelesen und das ist einfach auch wieder ein absoluter Knaller. Dann, last but not least, kommen wir zu einem Buch, das ich gerade lese. Aber ich euch da schon sagen kann, dass ich das mega toll finde. Und zwar ein Pferdesachbuch. Und zwar von Marc Rashid. Ich kannte den vorher nicht. Ich wollte gerade sagen, in der Farbe. Nein, mit dem Titel, denn Pferde lügen nicht. Neue Wege zu einer vertrauten Mensch. Pferd
Beziehung. Ich finde, ich habe es noch nicht alles gelesen, aber ich habe das Gefühl, ich habe aus diesem Buch mehr gelernt, als ich die letzten Jahre, die ich im Fernsehen zu tun habe und arbeite, mehr gelernt eben als in diesen Jahren. Also das ist echt der Wahnsinn, wie einem doch irgendwie die Augen geöffnet wird, dass man das dann liest und denkt, ach ja, stimmt eigentlich. Warum bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? Und also das ist echt, ja, absolut empfehlenswert. Also die muss sich dafür interessieren, gerade so für ein bisschen Horsemanship, und er schreibt viel über seine Pferde, die er geritten hat, beziehungsweise mit denen er gearbeitet hat, und Herdenverhalten und alles Mögliche. Also schaut es euch unbedingt an. Das ist echt richtig, richtig gut. Und ja, also da habe ich echt super viel drüber gelernt, obwohl ich nicht mal ganz fertig bin. Also das will schon was heißen. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt auch schon meine Favoriten. Es ist super warm heute. Es ist Montag, es ist sau heiß. Ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Ciao!